Nicht älter, denn obwohl Fußballlegende Toni Polster bereits 47 Jahre alt ist, gehört er noch lange nicht zum alten Eisen. Beim neuen Fitnesstrend aus Amerika, Cardio-Tennis, lässt er es 90 Minuten lang so richtig polstern. Doch bevor er dazu kommt, muss er andere Hürden bewältigen. Kaum aus der Garderobe geht die Anstrengung schon los. Stiegen runter, stiegen rauf. Nein, Toni, im Dachgeschoss. Und kaum hat er es nach oben geschafft, beginnt das Aufwärmen. In Polstermanier mit einem Fußball. Toni Polster, Polster. Toni trifft den Doppelpack. Langsam nähert er sich dem Tennisspielen an. Und dann geht's los mit dem amerikanischen Fitnesstrend namens Cardio-Tennis. Es wird gelaufen, viel gedribbelt. Dann gibt es noch jede Menge Geschicklichkeitsübungen. Und ja, natürlich wird auch ein wenig Tennis gespielt. Toni beherrscht den Tennisschläger wie einen Fallrückzieher. Doch woher kommt sein Händchen für Tennis? Ja, im Prinzip habe ich während meiner Fußballerkarriere nur im Urlaub gespielt. Und dann nach der Karriere habe ich angefangen, relativ viel zu spielen. Und da ich ehrgeizig bin, ist die Steigerung sehr, sehr groß gewesen, auch wenn ich nicht immer so viel gewinne, wie ich gerne möchte. Ja, lieber Toni, beim Cardio-Tennis gibt's leider auch nichts zu gewinnen, außer Kondition. Und die stellst du heute unter Beweis. Doch keine Sorge, zwischen den anstrengenden Einheiten gibt es ja auch Pausen, in denen dein Puls kontrolliert wird. Danach wird wieder weitergelaufen, gedribbelt und Tennis gespielt. Doch siehe da, einer hat einen viel größeren als du, Toni. Ja. Ich glaube, du musst nach. Es gibt immer einen besseren Geister. Tja, dieses Tennis bringt den Toni ganz schön aus der Puste. Dabei betont die Kickerlegende doch eigentlich, wie leicht Tennis im Vergleich zu Fußball ist. Tennis kannst du 2 Stunden spielen, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du 2 Stunden Fußball spielst, steigst du dir auf die Zunge und dir tut am nächsten Tag alles weh. Na, zum Glück muss sich Toni erstmal nicht auf die Zunge steigen, sondern sie vielmehr zum Sprechen nutzen. Denn heute kommentiert Toni Polster gemeinsam mit Christian Neheber das Champions League-Spiel Inter Mailand gegen FC Schalke 04 live in Sat.1 Österreich. Meine Aufgabe ist natürlich, taktisch zu sehen, was passiert am Spielfeld und das auch dem Zuschauer näher zu bringen in einer Doppelkonferenz, die es so schon viele, viele Jahre nicht mehr im Fernsehen gegeben hat. Und da freue ich mich drauf. Ja, und wir erst. Toni Polster gibt heute quasi sein Champions League-Debüt. Los geht's um 20.15 Uhr in Sat.1 Österreich. Und so topfit, wie sich der Toni schon beim Tennis anstellt, wird er diese Herausforderung auch noch spielerisch meistern.